liebe Schützegeborene, schön, dass ihr dabei seid bei einem neuen Orakel. Wir blicken heute zusammen in die Wintermonate Januar, Februar und März. Wir starten mit einer Grundüberschrift aus dem Orakel der Seelenreich. Geh nachher weiter mit euren 5 Entwicklungsschritten, mit den Zigeunerkarten und dem Crowley Tarot. Zu guter Letzt gibt es die 3 Impulse aus dem Symbolon Orakel, wie gewohnt für alle, die schon länger bei mir zuschauen. Bitte spürt wie immer mit, die Rollen auf den Personenkarten können vertauscht sein und zusätzlich könnt ihr sehr gerne die Legung zu eurem Aszendenten anschauen. Unterhalb des Videos in der Infobox findet ihr alle Daten, wenn ihr gerne eine private Legung von mir hättet und die weiteren Links zu verschiedenen Videos. Weiters helft mir auf meinem Kanal zu wachsen mit euren Abos, Likes und lieben Kommentaren. Liebe Schützegeborene, eure Grundüberschrift lautet für die Wintermonate: Befreie den Fluss deiner kreativen Energien und nutze sie für dein Leben. Das klingt danach, als ob hier Blockaden von euch gelöst werden, damit ihr wieder sehr kreativ unterwegs sein könnt, egal in welchem Bereich. Wir haben hier ja kollektive Legungen. Das wird sich für jeden Schützegeborenen anders zeigen. Jetzt geht es weiter mit euren Entwicklungsschritten. Wir starten mit den Zigeunerkarten in die Legung. Los geht's. Der erste Impuls lautet das Geschenk. Seid euch bewusst, ihr seid ein Geschenk für diese Welt. Welche Geschenke dürft ihr der Welt bereiten, indem ihr eure Potenziale auslebt? Hier kann es auch um materielle Geschenke gehen, die ihr in die Welt tragt, die ihr an jemanden herantragt oder ihr werdet die Beschenkten sein. Dann haben wir auf der nächsten Position den Verdruss. Hier sind vielleicht ein paar Zeiten, die etwas dunkler gefärbt sind als sonst. Wir werden nachher in die Klärungskarten schauen. Und wir haben hier die Reise. Vielleicht seid ihr sehr viel unterwegs und es setzt euch zu. Vielleicht geht es um eine Einladung zu einer Reise. Vielleicht seid ihr beruflich sehr viel unterwegs. Es kann um einen Umzug gehen oder gar ums Auswandern. Vielleicht geht es hier auch um euer Fahrzeug. Ja? Und wir haben auf der nächsten Position den Richter. Hier darf absolut etwas in Balance, in Ausgleich gebracht werden. Ja? Also Life-Work-Balance ist hier sicher ein Thema im Raum, um eben wieder kreativ zu sein und zu werden. Wenn wir ständig nur funktionieren, ist das nicht möglich, ja, kreativ zu sein. Der Richter steht auch für richterliche Personen, juristische Personen. Vielleicht hat es auch damit zu tun. Es geht hier auch um den Spürsinn für das Richtige. Was ist für euch stimmig, was ist für euch richtig und dem nachzugehen. Es geht um Gerechtigkeit. Wohin führt denn das Ganze? Zum Tod. Hier geht es um das Ende eines bestimmten Lebensabschnitts, möglicherweise um eine Trennung, um eine Kündigung. Es geht aber hauptsächlich um das Thema der Wiedergeburt. Ja? Eine sehr, sehr tiefe Transformation steht den Schützen hier in den Wintermonaten bevor. Wir schauen jetzt in die Klärungskarten aus dem Crowley Tarot. Welche Impulse darf ich euch hier noch mit auf den Weg geben, zusätzlich mit auf den Weg geben? Weitere 5 Inputs für euch. Und los geht's. Die erste Position beim Geschenk, da haben wir den Prinz der Stäbe. Der Prinz der Stäbe spricht möglicherweise für eine jüngere männliche Person im Feuerzeichen. Löwe, Schütze, Widder, ihr seid ja selber auch Feuerzeichen. Es kann hier um eine schnelle Vorwärtsbewegung gehen, um Mut, um Tapferkeit, um mögliche Flirtschanzen. Ja? Was zeigt sich dann noch? Der Magier auf der zweiten Position mit dem Verdruss. Hier geht es sehr viel darum,
Kommunikation zu üben und ins Schöpferbewusstsein zu treten. Also weder zum Täter noch zum Opfer zu werden, sondern immer wieder auszusteigen aus bestimmten Konstrukten und ins Schöpferbewusstsein zu treten und euch ein Leben zu manifestieren, zu kreieren, wie ihr euch das wünscht. Ja, mit den Wünschen sei hier immer vorsichtig gewaltet, denn viele können mit dem, was sich wünschen, wenn es sich dann manifestiert, manchmal gar nicht umgehen. Aber auch das kann geübt werden, meine liebe Schütze. Ja? Möglicher Hinweis hier auf Zwillinge oder Jungfrau geborene. Und bei der Reise haben wir den Hierophanten, zweite große Arkana, also wichtige Entwicklungsschritte stehen bevor. Hier haben wir einen Hinweis auf Stier geborene. Weiter werdet ihr hier sehr stark vom Leben beschützt und geführt, was diese Reisekarte anbelangt. Vielleicht ist es auch immer wieder die Reise zu eurem inneren Kind, das heilen möchte. Und ihr habt hier den Schlüssel bereits in der Hand. Es kann auch für Lehrtätigkeiten stehen, Weiterbildungstätigkeiten oder Interesse oder dass ihr Neues zu lernen habt. Vielleicht seid ihr auch in der Reisebranche tätig. Beim Richter haben wir die vier der Schwerter. Hier will Waffenstillstand ausgeübt werden. Ja, vielleicht mit euch selber, mit eurem Verstand, vielleicht auch mit eurem Umfeld. Hier geht es darum, verschiedene Positionen miteinander in Einklang zu bringen, damit hier neue Balance entstehen kann. Ja, ist ein sehr wichtiger Faktor über die Wintermonate. Bei der Karte des Todes haben wir hier die Wohlstandskarte. Ja. Hier ist es sehr wichtig, dass ihr lernt, was wahrer Reichtum für euch bedeutet. Da liegt eure Transformationschance. Ja? Es kann auch für einen bestimmten Geldverlust gehen. Vielleicht habt ihr auch Angst, Geld zu verlieren. In erster Linie manifestiert sich der Reichtum immer in eurem Inneren, damit er sich im Außen überhaupt zeigen kann. Die 10 der Münzen ist ja ein Maximum an Münzen. Glaubt ihr daran, das zu verdienen? Ja? Seid ihr es euch wert, das wirklich zu verdienen? Habt ihr Angst, hier immer zu kurz zu kommen? Auch das kann hier sein. Ja? Gut, wir blicken jetzt noch weiter in die drei letzten Symbolkarten aus dem Symbolon-Orakel. Wichtige innere Entwicklungsschritte, wie lauten die für die Schützen im Winter 2024? Januar, Februar, März. Hier wollten zwei raus. Gut, der blinde Fleck für die Schützen lautet der Magier. Ja, hier geht es darum, dass ihr euch möglicherweise manchmal zu klein macht, dass ihr euch wie in einem Reagenzglas fühlt, wo ihr keinen Platz habt, euch auszubreiten. Und es gilt ja, den energetischen, kreativen Fluss zu befreien. Entweder lasst ihr euch hier klein halten oder ihr seid diejenigen, die Manipulation mit anderen betreiben. Das geschieht häufig unbewusst, das möchte ich hier mal ganz klar in den Raum stellen. Auf eurem Weg geht es um die Witwe. Hier kann es darum gehen, dass ihr traurige Momente erlebt, dass ihr mit Traurigkeit konstruktiv umgehen lernen dürft. Es kann auch um eine Frau gehen, die diese Phase auslebt. Und mit dieser Karte ist es ultra wichtig, sich unabhängig von der Meinung anderer Menschen zu machen. Ja? Wer hat hier vielleicht viel zu viel Einfluss auf euer Leben und ihr lasst es immer wieder aufs Neue zu? Vorsicht! Wohin führt denn das Ganze? Wir haben hier den steilen Weg und die Eiskönigin. Hier befreit ihr euch ganz offensichtlich von einem Vaterthema und von einem Mutterthema. Hier geht es einmal darum, Verantwortung zu übernehmen,
Vielleicht hat euch das euer Vater nicht gezeigt, vielleicht war er auch abwesend, deshalb habt ihr Schwierigkeiten damit. Und es geht darum, mit der Eiskönigin eben die Tränen wieder fließen zu lassen. Vielleicht hattet ihr hier eine sehr dominante Mutter, die auch ihre Gefühle nicht gelebt hat und niemand hat euch die beiden Qualitäten Verantwortung, Traurigkeit leben beigebracht. Ja? Diese Themen sind hier sehr wichtig und werden erlöst werden. Ihr werdet hier auch lernen, mit kleinen Schritten zum Erfolg zu gehen. Ja? Oder vielleicht auch, nachdem ihr eine bestimmte Lebensphase abschließt, kommt ihr hier wirklich in einen Wohlstand hinein, wo die 10 Münzen wirklich greifbar werden. Das hängt von euch ab und von euren Glaubenssätzen und Glaubensmustern. Das haben auch sicher eure Eltern oder euer Umfeld sehr stark geprägt und beeinflusst. Vielleicht dürft ihr da lernen, eure eigenen Kreationen in die Welt zu setzen und darauf zu vertrauen. Liebe Schützegeborene, mit diesen Impulsen wünsche ich euch alles Liebe und ich freue mich schon auf das nächste Reading mit euch.